Herzlich willkommen zu Totalen Quest for Lorcana. Salve Illuminatori, ich bin Vladimiro. Ich bin Thorsten. Herzlich willkommen zu dem wirklichen Grand Final. Falls ihr unser vorheriges Video gesehen habt, da hatten wir gesagt, dass wir schon das Final kommentieren, was aber nicht der Fall war. Es gab da wohl ein paar kleine Probleme bei der Organisation und wir hatten dort das Semifinal, was wir auch korrigiert haben in dem Video. Und wir wussten das ja auch. Also wir haben das ja vorne gesagt, wenn ihr das Video gesehen habt, ne, was zuvor rausgekommen ist, da waren wir selber total verwirrt, was da passiert ist mit Irgendwie Split der Preise und so etwas. Ist das genau, jetzt Finale? Richtig. Ist das Halbfinale? Wir sind davon ausgegangen, das war Halbfinale, aber da stand Finale. Genau, das haben die auf jeden Fall jetzt wohl korrigiert und da kommentieren wir jetzt dann das Finale oder versuchen es jedenfalls. Auf jeden Fall, das Spiel davor war schon sehr interessant. Da hat Spezi halt gegen Ganghofen unterlegen. Ja. Hat er verloren. Genau, 2 zu 0 sogar. Spezi hatte das Smaragdstahl-Discard und Ganghofen spielt nämlich ein Steelsong-Deck. Ja. Und jetzt werden wir tatsächlich Steelsong gegen Sapphire Steel sehen als Finalspiel, was sehr spannend ist. Ja, auf jeden Fall sehr interessant, weil Sapphire Steel ist so in den Listen nicht oft oben aufgetaucht. Also zwar unter den Top 16 hin und wieder oder Top 20, aber nicht immer so weit oben. Zumindest es wird gefühlt oft vergessen, dass es das gibt. Also in den letzten Tagen habe ich oft immer gesehen, die Top-Decks sind Ruby Sapphire, Ruby Amethyst und Steelsong. Mhm. Und keine Ahnung. Und hier sehen wir es jetzt wieder im Finale halt. Ne? Also ich denke, das ist definitiv einer der besten Decks und mal gucken, wie es das auf jeden Fall gespannt. Ja, wir hatten auch eine Abstimmung gesehen, also ein Poll, wo dann gefragt wurde, was so zu den Meisterschaften gespielt wird. Und tatsächlich, Sapphire Steel ist nicht mehr aufgetaucht. Ja. So der Standard, was Vlati eben sagte. Ruby Amethyst und Co. Aber Sapphire Steel gar nicht. Wobei ich das schon eigentlich ganz cool finde, das Deck. Ja. Aber sind wir mal gespannt, was jetzt kommt zwischen, wie heißen die beiden? Ganghofen und Kopetsch? Ja, Kopetsch. Hast du gut Kopetsch gesagt. Ich habe extra meine Frau gefragt, wie man es pronounced. Es ist ich habe es nur geraten. Müsste richtig sein. Gut, wunderbar. Okay. So. Spannend, spannend. Also unten ist Steelsong und oben ist Sapphire Steel. Genau, richtig. Ah, wurde jetzt auch geschrieben. Ja, weiß. Genau. Ja, ihr könnt uns ja vielleicht auch mal in den Kommentaren schreiben, solange jetzt noch nichts passiert. Was ihr vielleicht in den Setmeisterschaften spielen wollt oder beabsichtigt oder was ihr denkt, was eure Favoriten sind, welche Decks besonders gut abschneiden werden. Jetzt, wo wir das Semifinale gesehen haben, tendiere ich tatsächlich so ein bisschen wirklich Steelsong-Deck, aber ich habe trotzdem meinen eigenen Favoriten noch und mal gucken, was sich jetzt so da ergeben wird. Also ich habe tatsächlich 3 Decks momentan. Ich kann mich einfach nicht entscheiden, welches ich spielen möchte. Ich muss auch ganz viel Playtesten machen und dann werde ich entscheiden. Schauen wir mal. So, jetzt ist es gleich soweit. Jetzt wird nochmal abgehoben. Mulligan ist durch. Ja, wunderbar. Ja, good game. Ja, Handshake, sehr schön. Zack, zack, zack. Okay. Wer ist denn on the play? Wer fängt an? Man kann es leider echt schlecht sehen. Ich meine, es ist schön, dass er die Karten so hält, aber der Blickwinkel ist leider nicht optimal. Aber ich... Ja, ich glaube, das sind zweimal Robin Hood. Robin Hood. Kleine Robin Hood, einmal Develop Your Brain müsste das sein. Ich weiß nicht, war da auch der Dime? Habe ich das richtig gesehen oder täuscht? Eine Fischbunkel sehe ich, glaube ich. Ja... Spannend, spannend. Ja, ich weiß jetzt nicht, auf was die warten, schon für den ersten Zug. Ah, okay. Und es geht los. Robin Hood, Tittenvorrat und Cinderella direkt. Okay. Ah, das kann wieder natürlich dann bedeuten, dass schnell die große Cinderella aufs Feld kommt. Robin Hood wurde nachgelegt. Ja, interessant, ich verstehe nicht. Oder vielleicht haben die auf das Go gewartet. Vielleicht war das Spiel noch nicht freigegeben, weil... Ja, das war ziemlich lange Bedenkzeit, sag ich mal, um zu gucken, was man im Tittenvorrat setzt bei Runde 1 halt. Ne? Das ist nicht so üblich, aber okay, gut.
Vielleicht wurden ja auch noch einige Sachen kurz erläutert. Ja, so standardmäßig, regelmäßig, was ja, wir jetzt auch nicht gehört haben. Stimmt, das kann gut sein. Also hier ist jetzt wieder das Problem, ne? Weil so beide Cinderellas ist natürlich ein Problem, weil Runde 5 könntest du die Große drauf shiften. Aber Robin Hood ist ebenfalls ein Problem. Du kannst schon Runde 3 den großen Robin Hood drauf shiften. Ja. Also das wird spannend, wie ich denke hier auch, was passiert. Ja. Ah. Develop your brain. Sehr schön. Tinte. Smee. Und Smee direkt Follow-up. Sehr starke Karte, Runde 2. Ja, auf jeden Fall. Das versuche ich auch tatsächlich immer so in der zweiten Runde, wenn möglich, Smee rauszubringen. Captain Hook 1, Smee 2 ist immer, fühlt sich sehr gut an. Das ist echt gut. Man hat wenigstens was dann getan und dann... Ja. Und da ist natürlich der perfekte Ariel 3 vom Steel Song, Ariel. Ja. Tatsächlich unter dem Blickwinkel schwer zu sehen. Das ist aber wohl eine Foil, oder? Ist eine Foil, ja, ist eine Foil. Ja. Mal gucken, was er trifft. Er trifft einen Sturm, zieht auf. Was perfekt ist, weil mit der Cindy kannst du das jetzt singen und wahrscheinlich dann den Robin Hood aus dem Spiel nehmen, damit er nicht geschiftet werden kann. Ja. Und man zieht noch eine Karte nach. Stark. Das Steel Song, das ist schon ein guter Start, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Man hat ja, obwohl, ich weiß gar nicht, ob wir es dann spoilern, falls ihr das andere Video noch gucken wollt, das Semifinale dann einmal jetzt kurz ausblenden oder pausieren oder nicht zuhören. Das hat er tatsächlich im Semifinale echt gut abgeräumt. Mhm, war zwar vielleicht auch ein bisschen Pech für Smaragd Stahl an einigen Punkten, aber gut, und hier Cinderella. Das war schlau halt. Getradet. Ne? Nicht getradet, also aus dem Spiel genommen, das ist schon wirklich wichtig und gut. Da ist auch die sehr wichtige, genau, die Fisch. Ja, absolut. Die ist wirklich super wichtig. Also damit kann man wirklich eine Menge Tinte aufbauen über kurze Zeit. Und da wird auch direkt... Ja, das vergesse ich auch immer. Ne? Also das ist ziemlich stark, weil die Karte kommt ja nicht erschöpft mit der Fischgrätenfeder. Ja, jetzt so direkt ein Develop Your Brain nachgelegt. Wieder was gemacht. Super. Sehr stark. Ja, genau. Okay. Smee bekommt den zweiten Schaden drauf, weil er wieder exertet ist. Ja, aber das ist nicht schlimm. Das mache ich hin und wieder auch so, weil, schadet ja nichts. Ich meine, noch ist er im Spiel. Genau. Und keiner der anderen Charaktere kann den jetzt einfach so rausnehmen, ohne selber Schaden oder beziehungsweise rausgenommen zu werden. Exakt. Ja, und Saphir Stahl ist jetzt momentan auch eine Tinte im Vorsprung. Mhm. Das ist auch wichtig. Ich meine, dafür, dass der Steel Song angefangen hat. Ja. Schon sehr wichtig. Stimmt. Also für mich jedenfalls persönlich. Vor allem in der Kombination für das Deck auch. Ja. Okay. Ah, probierst du mal mit Gemütlichkeit. Wird gespielt. Okay, ja. Tazzatella wird natürlich dann abgelegt und wir sehen halt eine Tinkerbell und einen Flavor Sham auf der Hand. Beides sehr gut. Ja. Auch in der Kombination jetzt bietet sich das an. Ist natürlich schade für den Popsicle. Das natürlich ist ja auch gut. Was denn? Die große Queen wurde geschiftet, questet und dann kann sie sozusagen Smee minus 4 geben, Ariel plus 4 und Ariel kann dann ohne Probleme den Smee dann sozusagen verbannen. Ja, das stimmt. Gut. Ja, jetzt wäre es natürlich hier sehr gut gewesen, wenn er noch einen Popsicle hätte. Vielleicht hat er nachgezogen. Weil wenn er jetzt dann Flavorsham spielt, obwohl das ist auch eine valide Lösung, mache ich nicht so gerne. Aber Notfall, ab einem Punkt ist das, glaube ich, sehr gut. Genau, in dem Fall wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Ja. Noch ein Flavorsham rein und mal gucken. Hat er noch was ein? Robin Hood. Und gibt ab. Einmal probier's mal mit Gemütlichkeit den Tintenvorrat. Ariel singt. Whole New World. Hat er zwei auf der Hand, aber. Ja, das ist fies. Und also jetzt muss ich sagen, Thorsten, ich glaube, dass in diesem Matchup Stahl Saphir deutlich favorisiert ist. Weil im Grunde genommen spielt jetzt der Steel Song Player ein Whole New World. Aber der Saphir-Stahl-Player hat doch mehr Tinte zur Verfügung. Ja. Das hilft ihm ja auch sozusagen. Ja, auf jeden Fall. Hm.
Normalerweise ist ja deren Stärke, ne? Wenn die zum Beispiel gegen Rubiametes spielen, ja, ist das super, weil die einfach schneller dieses Lied singen können und somit halt mehr Karten aufs Feld bringen, eventuell alles schneller wegtinten und dann kann Steelsong wieder seine Hand replenischen. Aber in dem Fall spielst du gegen ein Deck, was ja deutlich mehr Tinte hat als du normalerweise. Und ich glaube, dass das nicht so gut ist. Aber okay. Nee, an der Stelle tatsächlich glaube ich auch nicht. Weil erfahrungsgemäß ist es so, dass du am Anfang schon, also zu dem Zeitpunkt, hast du als Stahl-Saphir-Spieler, also so wie ich das mitbekommen habe, oft sehr wenig Handkarten. Weil du irgendwie sehr viel, sehr schnell was rausspielst in die Tinte und Charaktere ausspielst. Und da kommt dir das echt gut gelegen, dass du dann nochmal dann einmal deine Hand wieder auffüllst und dann sofort wieder Sachen wegtinten kannst. Und dann direkt wieder ausspielen. Ja, stimmt. Ah, okay. Okay. Ja. Was ist jetzt geschehen? Da war doch Flavorsham, wurde wahrscheinlich. Die waren ja nicht getappt. Wie sind denn die weggekommen? Wahrscheinlich fehlt da eine Karte, die wir nicht sehen da unten. Wir sehen einen Zeus auf alle Fälle. Ja, genau, Zeus hat wahrscheinlich 5 Schaden auf, ja, ich vermute mal auf Flavorsham gemacht. Aber der war doch unbeschädigt. Genau, aber da ist glaube ich noch eine Karte. Unter dem zweiten Whole New World ist noch eine Karte auf dem Ablagestapel. Ja, vielleicht war es hier. Wrath the Sword. Ja. Vermute ich. Ja, das kann gut sein. Also ich erkenne es ja. Ah, doch, aber Wrath the Sword würde genau passen. Würde das abräumen. Also ja, wahrscheinlich ja. Okay, Robin Hood. Und Ben ja in den Tintenvorrat. 5, 6, 7, 8. Das ist natürlich jetzt auch sehr gut. 8 zu 5. Ja, und der kann aber auch noch Tinten, der Stil zum Play, also wahrscheinlich 8 zu 6. Aber wenn der Steel Sapphire gleich dran ist und alles gut läuft, dann kann er direkt 10 drin haben. Ja. Dann sind wir schon wieder im Bell-Bereich, ne? Auf jeden Fall. Ja. Das ist dann wieder sehr gefährlich. Und wenn er Coxworth drin hat, ist das natürlich auch mega gut. Ja, stimmt. Vor allen Dingen, weil halt ein Steelsong Damage-Space-Removal hat, ne? Durch die ganzen Schadensspell. Und wenn du natürlich dann anfängst, dann von Unruh draußen zu haben, Prost Mahlzeit, sag ich dazu nur. Das ist dann schon echt eine Herausforderung. Ja. Vor allem, wenn du dann einen drin hast, ist schon anstrengend. Wenn du zwei drin hast, wird es langsam richtig nervig. Wenn du aber dann mehr als zwei drin hast, dann wird es fast nachher ein Ding der Unmöglichkeit. Okay, ich glaube, er hat noch eine Königin reingespielt. Ah, und ein Smee. Okay. Ah. Okay, das ist eine Tempo-Cinderella, weil die nichts heilt tatsächlich. Die ist einfach nur ausgespielt, um Präsenz auf dem Board zu bekommen. Ja. Ja. Kein Vorteil. Nee. Ja, das ist ein bisschen schade. Bei solchen Karten, wenn man den Effekt nicht nutzen kann, ist ja so ein bisschen so zwiegespalten an der Stelle. Ja, wahrscheinlich merkt aber der Spieler Gankoven, dass Gankoven, ich weiß nicht, wie ich das aussprechen soll, aber okay. Ja. Dass er wahrscheinlich schon langsam unter Druck gerät, durch die ganze Tinte auch von Kopech. Und deswegen vermute ich mal, dass er denkt, er muss jetzt anfangen, die Sachen so schnell wie möglich rauszuspielen, um die Lore-Punkte einsammeln zu können. Ja. Weißt du eigentlich, ob der Sapphire Steel-Spieler auch drin hat? Ich glaube nicht, ne? Ich habe die bis jetzt nicht gesehen. Also, nee. Also, wir haben ja keine Decklisten tatsächlich momentan. Mhm. Ah, sehr gut. Jetzt müsste er am besten noch dann wieder Flavorsham drin haben. Oder auch Tinte hat er dafür. Hampelmann. Oh, da kommt mir. Ah, Naseweiß, sehr gut. Und dann noch Grab the Sword. Das sind 3 Schaden auf alles. Und yes. Da bleibt nur noch die die Rapunzel übrig. Ja. Eieiei. Und das nur noch mit zwei Punkten übrig, ne? Und das ist. Also 3 Schaden. Sie hat 5. Niederschmetternd, ja. Oh ja, das ist hart. Wenn er jetzt dann gleich noch Flavorsham hat, dann am besten natürlich Bell. Ja. Oh, wenn er das in der nächsten Runde könnte er auf 11 kommen, dann könnte er Bell und einen Dime spielen. Das wäre dann für die übernächste Runde einfach mal 10 Punkte, 10 Lore. Das wäre natürlich mega krass. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kostet Bell nicht 4 zum Ausspielen? Ja, aber wenn er jetzt noch mit der Fischgrätenfeder und dann einen regulären, dann wäre er doch bei 11. 6, 7, 8,
4 und 7. 8, 9, 10. Er hat doch jetzt 9. Ich glaube, er hat 8. Oh, ich habe mich verzählt. Ja, ja, nee, Entschuldigung. Ja, 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 nee. Ist gut. Ah, wirkte gerade so. Okay, Rapunzel kommt natürlich jetzt gut. 3 Schaden heilen. Ich ziehe drei Karten. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ja, das war tatsächlich eine sehr gute Rapunzel, muss man sagen. Da hat es sich doch sehr gut gelohnt, dass er sie vorher ausgespielt hat. Oh, was war das jetzt wieder? Ein Zeus, würde ich jetzt vermuten, oder? Ja, da ganz unten drunter, unter dem Smee liegt, glaube ich, ein Zeus. Ja, langsam kann man das nicht mehr sehen, tatsächlich. Ja, das ist ein bisschen schade. Aber ja, die legen auch die Sachen tatsächlich immer sofort im Ablagestapel. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber wenn ich jetzt was singe, lege ich das meistens immer entweder auf die Karte drauf oder noch aufs Spielfeld, zumindest einmal, ja, um das ein bisschen verständlicher zu machen, anstatt es einfach direkt zu zeigen, abzulegen. Ja. Ja, genau. Oh, okay, da kann ich leider nicht erkennen, was das ist. Ich glaube, das ist ein kleiner Robin Hood, glaube ich. 2-2, meine ich. Ja, es könnte sein. Ah, jetzt schaut man sich Ablagestapel an. Okay. Das ist. Okay. Ah, okay. Jetzt geht's weiter. Ja, Runde abgegeben. Okay, hat er. Ja, jetzt weiß man natürlich nicht ganz gut, wie viele Handkarten er hat. Es wirkt jetzt erstmal so, als ob er nur eine hat. Okay, 5. Könnte ein Unruh sein. Oh. Nee. Oh. Grab your sword. Ja. Okay, nice. Und der Robin Hood macht dann weitere 3 Schaden auf die Rapunzel auch noch. Genau, und bekommt dann noch mal 2 Lore, ne? Das sind die ersten Lore von Coppedge, genau. Ja, aber wichtig. Stellen 4-2 Lore. Okay, Fischgrätenfeder wird aktiviert. Packt noch einen rein und für 4. Oh, Zeus. Was ist das? Zeus. Oh ja, nice. Auch gut. Und ja, Welt ist wieder leer. Das ist ordentlich, ja. Okay, wie viel Tinte hat er jetzt? 4, 7, 9. Okay, 9. Und Gankoven ist wieder dran. Ist natürlich jetzt an der Stelle auch nicht ganz so leicht, ne? Für Gankoven. Ja, tatsächlich. Ah, Biest. Biest und Flöte. Und eine Flöte. Ah, und direkt Coppedge ist wieder dran. Okay, er hat einen weggetintet. Oh. Oh, ja, das ist jetzt böse. Also es ist wirklich vorteilhaft jetzt für Coppedge, wenn er Glück hat. Ein Clever Stem auch noch Tinten, mit hat. Ne? Er kann sogar noch was mit jetzt der hat er Fischgräte. 5, 8, 10. Wenn er jetzt noch Fischgrätenfeder, dann könnte er tatsächlich auf 11, könnte eine Belle, wenn er sie hat, und dann den Dime. Er könnte natürlich auch zweimal von Unruh oder sowas, aber ich Ich glaube, ich würde auch tatsächlich nicht Bell und Diamond in einen Zukunft spielen, oder? Weil du den Diamond nee, lohnt nicht aktivieren sich nicht. Kannst. Genau, richtig. Genau, also das reicht da einfach, wenn du dann in der zweiten Runde sozusagen, also nach oder du Bell spielst du den Dime, der Dime, der ist schon vorbereitet sozusagen, kannst du vielleicht schon nutzen auf den Robin Hood beispielsweise. Zum Beispiel. Nächste Runde kannst du dann Surprise Bell spielen. Ja, Tamator, guck mal. Ja. 3 Items. Genau, guck mal, der Glückskreuz jetzt auf Tamator wirkt auch schon sehr interessant. Ja. Das sind 4 Punkte einfach jetzt schon. Ah, okay, jetzt hat er. Was hat er jetzt gemacht? Er hat einfach nur gezeigt, dass er den Tzatella auf die Hand genommen hat. Weil Tamator holt dir das auf die Hand zurück. Ach so, hä? Ja. Okay, dann habe ich den Zug jetzt gerade eben nicht so richtig mitbekommen, aber gut. Er hat noch 2 Tinte zur Verfügung. Ah, nicht 3 sogar. Oh ja, heilt den Robin Hood. War nur ein Schaden auf ihm, ne?
Ah, Benja. Ja, ein Okay, Schaden. die Flöte kommt weg. Ja. Das ist auch nicht schlecht. Puh, also toughes Lage momentan, ne? Ich würde sagen, der momentan, dass Kopetsch ziemlich weit vorne ist, obwohl Kopetsch als Zweiter auch gestartet ist, ne? Ja, das stimmt, ja. Ja. Also da sieht man schon, dass es doch nicht Ne, das Deck ohne ist, ist, also das Deck, finde ja, ich. das Deck ist ziemlich stark, ja. Tatsächlich gibt es aber zu dem Deck auch verschiedene Variationen, wie Ja. man es mal wieder sieht. Zum Beispiel hier mit Absolut. Robin Hood, Tamator, Benja. Ja. Ich kenne das auch komplett ohne die drei, dafür dann andere Charaktere und auch das ist dann meistens ziemlich stark. Wobei ich das natürlich mit Robin Hood auch sehr interessant finde. Stimmt. Ich muss sagen, tatsächlich ein spannendes Match. Ja, ich habe aber schon das Gefühl, dass das Thielsong-Spieler, also Gankoven, die ganze Zeit hinterherlaufen muss, Ja. weil Kopetsch tatsächlich immer wieder schafft, das Board zu clearen. Ja. Und momentan, ja, also sieht es wirklich schon stark in Favor für Kopetsch aus. Mhm. Ich meine, ist natürlich noch nichts gesagt, ne? Aber der Arme, der baut immer wieder auf und dann Ja. kommt einfach immer die Sense und alles wird kaputt Das. gemacht. Ja, was willst du auch machen, ne? Ich Ja, meine. stimmt schon. Tamator ist auf jeden Fall ein ziemlich starker Charakter, so von Ja, der den kriegst du mit Verteidigung. Schaden nicht vom Board. Der hat 8 Schwer, ja. Lebenskraft. Ich hatte auch einmal ein Matchup gegen ein Tamator, Ja. das hat schon Energie gekostet. Ich meine, ich hatte Glück gehabt, dass ich glaube, ich hatte Naseweis, dann hatte ich Zeus Ja, okay, und klar. dann noch Grab Your Sword. Oh mein Gott. Also, da musste ich aber auch alles in die Waagschale schmeißen, also gewheelt und dann zack und. Ja, das war ein bisschen risikoreich, aber ist, also da sieht man schon, der ist so schon auf jeden Fall ein Brocken, den man jetzt nicht einfach so rauskriegt, ne? Ist halt eine riesige Krabbe, ne? Ja, natürlich, ja. Ich glaube aber, dass Gankoven dran ist, richtig? Ja, ne? Ja, okay. Ja. Ah, Ich wollte zwei gerade sagen, Schaden. Okay, haben sechs, wir nicht was macht denn gesehen, sechs aber. Schaden? Nein, nein, zwei, ja, genau, Ja. zwei Schaden. Das war ein Sturmzieht-Auf. Ah, okay. Deswegen durfte er auch nachziehen, ja. Sehen wir zwar leider nicht mehr auf dem Bild zu Ja, sehen, genau, aber. aber unter dem Aspekt mit dem Ja. Nachziehen ist das natürlich Ja. korrekt dann, Ja, und sogar jetzt, wenn man jetzt noch einen Zeus hätte, reicht das immer noch nicht, um den Tamator wegzunehmen. nee, da hätte ich wahrscheinlich dann versucht, dann erst so auf Robin Hood abzuzielen, aber in dem Fall ist wahrscheinlich Tamator einfach das Ich denke, dass da Ziel der Angst. Wahl. Ja, ich glaube, man hat da die Angst vor dem Glückskreuzer. Weil wenn du jetzt den Ja. Zerzatella oder zwei Zerzatellas auf der Hand hast, kannst du die spielen, dann den Glückskreuzer und plötzlich hast du schon 4 Lore von Tamator. Plus Tamator kann ja noch questen in der gleichen Runde. Ja, richtig. Warte mal, nein. Stimmt, der Glückskreuzer zählt ja auch als Item, habe ich voll Ja, vergessen. natürlich, Oh ja. mein Gott, der Tamator wird ja dann eine Maschine. Aber auch eine Eieiei. Karte, die nicht so oft gespielt wird, finde ich. Ja, in Verbindung mit Glückskreuzer, glaube ich, wird er wieder gut. Ohne Glückskreuzer Ja. im Deck wird er nicht gespielt. Mit Glückskreuzer gibt es ein paar Decks in den Spielen auf alle Fälle, ja. Ja, total witzig, ne? Wenn man überlegt, ganz am Anfang, als der Glückskreuzer rauskam, war öfter so, oh, Glückskreuzer gezogen, oh, was soll ich damit? 3 Und Euro jetzt, Legendary. ja, witzig, und jetzt ist der Preis erstmal richtig hochgegangen. Ja, Und exakt. die Kombination mit den verschiedenen Charakteren Ja. ist unheimlich groß geworden, ne? Absolut. Also, Marcebel, Tamator, dann Gundel Gaukelei, wie wir das zum Beispiel in dem einen Video von uns mit Ja. den Lieblingsfarben zum Beispiel gesagt haben. Das ist total spannend. Finde ich mega cool. Solche so Changes, wo dann aus einer unspektakulären Karte oder einer Karte, wo man sagt, oh, dann auf einmal ah wird. Okay. Kopetsch ist wieder dran. Mein Gott, wie viel Tinte hat er denn jetzt? 9, 11, ne? Wenn ich richtig sehe. Dann noch ein. Ah, okay. Ja. Also Gankofen hat eben noch nachgelegt mit einer Queen, hat dann abgegeben. Oh, da Jetzt ist der kommt ein Dime. Glückskreuzer. Oh ja. Und jetzt hat Tamator schon 5. Ein Lore von sich selbst plus 4 Gegenstände, also 5. Das heißt, Tamator kann für 5 questen, der Lucky Dime 5, das sind einfach mal 10 Ja. Legendenpunkte. Macht er auch Oh direkt. mein Gott. Das ist krass. Was zu lecker. Oh, warte, das wird sogar noch mehr. Stimmt, weil wenn er Ah, questet, darf er sich noch ein Item wiederholen. Das heißt, er spielt jetzt ja, noch einen mega. Dime und das sind jetzt mit dem Glückskreuzer, wenn das tatsächlich jetzt 6 Legendenpunkte. Ja. Oh, das waren also jetzt 11 Legendenpunkte in einem Zug. Ja, mega krass. Das war wirklich. Okay,
Boah. Das ist schwer aufzuholen. Jetzt ja, vor allem mit dem, was Gankoven da auf dem Feld hat. 16, 17, okay. Mhm. Eieiei, das war... Und jetzt packt er auch noch was in die Tinte. Ist ja nicht so, als ob man nicht genug hat. Aber geht mir beiden Quests hin, weil zu diesem Zeitpunkt... Ja. Okay, dann heilt er noch. Ja. Ja. Einfach, um sicher zu gehen. Ja, das ist GG. Sehr stark aber, muss ich sagen. Ne? So ein Tamator mit Diamond-Kombo. Ja, auf jeden Fall interessant. Unter diesem Aspekt finde ich es noch mal interessanter, dass das eher so ein bisschen unterm Radar läuft. Dass es gar nicht so oft erwähnt wird, ja. Saphir-Stahl. Stimmt. Kopetsch müsste jetzt bei 17 Legendenpunkte sein. Ist noch nicht aktualisiert, aber müsste 17 haben tatsächlich. Ja, müsste eigentlich passen. Ja, das war schon... Puh. Das ist auch böse. Ich meine, wie viel hat Gankoven? Der hat jetzt 1, 2, 3, 4, 8 Tinte, 2 Charaktere und da kann ich gar nicht mehr lesen, zählen. Ich glaube, es sind 11 oder 12 Tinte plus 3 Charaktere und 4 Items. Aber das ist schon tatsächlich interessant. Also wenn ich der Spieler bin, der jetzt den Tamator und den Glücksspieler ausspielt, bin ich der glücklichste Spieler der Welt in dem Moment. Das fühlt sich so heftig an. Wenn ich aber der Spieler bin, der das abbekommt, fühlt sich so schlimm an. Ja, vor allem, was willst du dagegen machen? Ich meine... Meine Güte. Ja, das ist echt... Oh. Okay. Smee und Königin werden nachgelegt. Ja, unten ist jetzt aktualisiert auf 4.17. Mhm. Also im Prinzip, Gankoven muss ja eigentlich jetzt versuchen, Tamator zu entfernen, plus einen weiteren. Ja, aber er spielt weiter, also anscheinend hat er eine Möglichkeit. Weiß man nicht, ja. Will er auch nicht aufgeben. Ich meine, warum auch? Ja. Das ist trotzdem interessant. Ja, wenn er jetzt, obwohl Zeus hat er wie oft ausgespielt, finde ich auch interessant, dass Gankoven das alles so aufschlüsselt. Ich meine, das ist natürlich auch für den Gegner leicht zu sehen. Okay, das ist schon alles weg. Klar, kann man sich das sowieso immer angucken. Aber dann weiß man ja auch, wie hoch ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt noch das und das kommt. Ja. Ja, tatsächlich wurde auch in den Kommentaren gesagt, vielleicht war es nicht ganz so gut, probier's mal mit Gemütlichkeit wegzutinten. Weil das tatsächlich ist eine Möglichkeit, um zum Beispiel Glückskreuzer oder so von der Hand zu nehmen. Ne? Mhm. Kannst du technisch gesehen schaffen. Also vielleicht ist das eine Möglichkeit. Für 5? Ja. 6. Was? Ja, das haben wir schon wieder nicht gesehen. Was? 4? 4 Schaden? Macht denn 4 Schaden? Und dann nochmal 3. Wahrscheinlich. Warte, er hat aber 3, 6. Er hat 9, hat er jetzt dreimal. Ja, ich weiß es nicht. Ja, er hat, glaube ich, erstmal 4 Schaden gemacht. Das war wahrscheinlich Strength of a Raging Fire, weil er 4 Charaktere kontrolliert. 4 Schaden drauf. Das kann sein. Und dann hat er... 5? Oder 3 und 2 vielleicht? 1, 2, 3. Auch weil er vielleicht noch einen Sturm gespielt. Ich weiß es leider nicht. Das kann man leider auch nicht mehr erkennen jetzt. Und dann... Ah. Hat er aufgegeben, ja. Ja, weil, ja okay, aber er hat es versucht und... Vielleicht hat er auch noch eine Karte nachgezogen mit dem Sturm und wollte sehen, was er zieht halt eventuell. Genau, ich meine, warum nicht? Kann man ja probieren und dann hat man nichts zu verlieren. Ja. Manchmal ist es ja wirklich so, dass man genau dann die Karte zieht, die einem vielleicht dann noch aus der Bredouille helfen kann, ja. Ja, genau, richtig. Okay, so steht es 1-0 für Kopetsch. Ja. Runde 2 steht an. Ja, finde ich ziemlich interessant. Ja, und gefühlt ziemlich souverän, muss ich sagen. Also, ja. Gankoven hatte gut angefangen, ne? Mit dem Shift, dem frühen Shift auf der Queen und sowas. Sah gar nicht mal so schlecht aus. Aber hat auch gut geklärt am Anfang. Genau, richtig. Und dann hat aber Kopetsch angefangen, auch gut zu clearen. Und dann kam Gankoven gefühlt nicht mehr zurück. Interessant. Ja, und ich bleibe halt dabei. Ich glaube einfach, dass in diesem Matchup tatsächlich, wenn du Whole New World singst, dass derjenige, der einfach mehr Tinte hat, davon mehr Profit rausziehen kann.
Also du hast wirklich einen großen Vorteil. Wenn du es singen lassen kannst, dann hast du viel mehr Möglichkeiten und viel mehr Potenzial dann, das auch alles nachher umzusetzen. Ja. Naja, sehen wir mal, wie es weitergeht. Ist das eigentlich eine Matte, die die behalten dürfen, oder ist Ja, das... die gab es für die Ah, okay. Teilnahme, wenn du jetzt da, ich weiß nicht, ob die jeder bekommen hat, da gab es auch verschiedene Ticketsysteme, Ah, aber okay. auf alle Fälle gehört die wohl Teil des Preises, sag ich mal. Aber finde ich nicht schlecht. Ja, das ist tatsächlich Poznan, habe ich Ja, wollte ich gelesen. gerade sagen. Ist Ja, so ein das bisschen ist, winterlich gehalten. genau, Also das wirkt ist jedenfalls so, so ne? ein Hauptplatz von Poznan, glaube ich. Und da Hm. kann man sehen, Peter Pan fliegt da rum, ne? Also ganz cool Ja, eigentlich. ja. Vor allem, die nutzen ja auch die originale Disney-Schrift. Schrift. Ja, habe ich Ne? direkt Das gesehen, ist ja. ziemlich cool eigentlich. Ja. Ja, und dieses Event ist ja auch tatsächlich interessant, weil es ist ja auch von Ravensburger selbst gesponsort. Hm, Also, okay. ne, das ist technisch gesehen schon ein offizielles Event. Auch wenn es jetzt nichts mit den Challenges oder Setmeisterschaften zu tun hat, da die das schon sponsoren, denke ich mal, dass auch alles cool ist. Ja. Ja, die Spieler sind jetzt gerade hier am Fertigmischen, machen wir uns Mulligan. Wir machen einfach mal jetzt unser Call to Action, wenn wir schon dabei Ja, sind. genau, wie jedes Mal oder seit neuem. Wenn euch das alles gefällt, was wir so machen, würden wir uns absolut freuen, wenn ihr uns auch dahingehend unterstützen würdet, wenn ihr uns zum Beispiel... Ein Like da lasst, ein Comment oder auch eine Subscription da lasst, ein Abo für uns. Das ist wirklich sehr cool. Wir freuen uns sehr, diese ganzen Zahlen zu sehen, wie sie steigen. Das ist schon so, wie soll ich sagen, das ist immer ein cooles Gefühl, wenn man das sieht, dass die Videos auch gut Ja. ankommen. Und ihr könnt natürlich auch die Videos gerne sharen. Das vergessen wir, sagen Gerne. wir viel zu selten, aber das ist tatsächlich auch wichtig. Vielleicht gibt es neue Spieler, die anfangen wollen und die wollen so Content sehen. Das ist natürlich jetzt schon ein bisschen höherer Content, das ist jetzt nicht für einen Anfänger gedacht, aber wir haben natürlich auch andere Starterdecks-Videos, wo wir die spielen und erklären. Also vielleicht gibt es ja was, was ihr da mögt. Genau, uns wird es auf jeden Fall helfen, auch zur Motivation. Ja. Und wir freuen uns über jeden neue Subscriberin und möchten auch ganz gerne weitermachen mit dem, was wir machen, weil es ja auch Spaß macht. Und da hilft auf jeden Fall jede freundliche Unterstützung. Ansonsten, wenn ihr irgendwas habt, was euch nicht gefällt oder was euch besonders gefällt, wie Vladi schon sagte, hinterlasst uns gerne einen Kommentar. Yes. Wir sind da offen, hören uns das, lesen uns das gerne durch an und sind auch gewillt, gerne neue Sachen dann zu übernehmen. So, Korrekt. und weiter geht's mit Runde 2. Genau. Ja, ich denke mal, dass ja, Gankoven fängt an, logischerweise. Hat kein Turn One Play. Oh. Oh, Ah, keine okay. Cinderella. Okay, Okay. direkt Bell in die Tinte bei Popetsch und Robin Hood ist draußen. Das könnte schon wieder ein schlechter Start sein, ne, für Oh, Gankoven, je also nachdem, was jetzt kommt. wenn ich spiele und ich habe kein Turn-One-Play, ich meine, nicht jedes Deck braucht ein Turn-One-Play, ne? Das will ich jetzt nicht sagen. Aber in dem Fall eine Cinderella einfach hinzulegen, ist einfach das Beste, was du tun kannst, weil du sofort Ja. halt einen Sturmzieher aufspielen könntest, Ja. beispielsweise. Und wenn das schon fehlt, ah, oh, das ist natürlich schon bitter Das ist jetzt. hart. Aber das Ja. passiert auch wirklich nicht unbedingt selten, ne, muss Ja, man das sagen. stimmt, das stimmt. Also, wie wir fast in fast allen möglichen Videos sagen, es ist absolut ein Glücksspiel und Ja. manchmal hat man einfach Pech und Dann man hat man zieht nicht. überhaupt nicht das, was man Ja, haben möchte. absolut. Ja, und jetzt ist natürlich Gankoven, glaube ich, auch hier ein bisschen in der Bredouille, weil wenn er jetzt questet mit Dr. Smee, sage ich schon, mit Mr. Smee, dann kann man natürlich erwarten, dass eventuell. Ah, er hat schon abgegeben, oder? Warte. Wer ist jetzt? Warte mal. Kopitsch ist Warte dran. mal, warte, aber du meinst Wesen. Kopetsch denn schon. Der hat hier. Ah, wie heißt die Karte? Ah! Oh, ja, One Jump Ahead. Danke dir. Mhm, Ich genau. war sehr verwirrt. Okay, aber Ja, das wollte ich deshalb ist schon sagen. wieder 3 Stück vor und jetzt Ja. ist Kopitsch schon wieder dran. Also, Ja. das ist schon so ein bisschen wie eben, ne? Also, Kopitsch bringt sehr schnell Karten raus in die Tinte. Aber, Thorsten, ich glaube, die Partie ist schon vorbei. Meinst du? Er hat keinen Turn-3-Play gehabt. Oh, das ist böse. Gankoven hat keinen Turn-1-Play und keinen Oh, Turn-3-Play. Ich glaube, okay. die Partie ist schon Wenn das jetzt vorbei. das interpretiert, wie er mit den Fingern da gerade getippt hat, Ja. ist er auch ziemlich näher. Das ist schon Oh, vorbei. Robin Hood. Das wird schwer Ja, das jetzt. war gut, dass er Ja, nicht gut. gequestet hat. Hätte er gequestet, hätte Robin Hood sonst nie gegessen oder Ja. herausgefordert. Ja. Aber kein Turn-1-Play Abwarten. und kein Turn-3-Play. Das ist Das GG. ist Das ist schon. schon. Das ist schwer. Aber man muss immer ein bisschen abwarten. Ja, okay, klar.
geht. Oh, er singt One Jump Ahead. Ich meine, guck dir das mal an. Komm, ja, er baut Tinte, so cool, Tinte das, ohne Ende auf. Egal, was soll oh passieren? Mein Gott. Ne? Ja. Es kann ja nicht so viel passieren. Wenn Smee ihn jetzt angreift, überlebt Robin Hood ja trotzdem. Er greift dann zurück und bekassiert dann gleich auch nochmal 2 Lore Points. Ja, aber das ist und das Board ist dann wieder clear und er kann dann heilen über Tazatella. Also, ja. Also die Option mit Robin Hood ist vielleicht tatsächlich gar nicht so schlecht. Okay, jetzt kommt eine Rapunzel, die natürlich nicht heilen kann, logischerweise. Ja. Das ist auch wieder Tempo-Play wie eben. Also ich glaube, ich merke, obwohl ich sein Gesicht nicht sehe von Gangoven, merke ich seine Frustration gerade. Ich glaube... Ja, er hat das, auch eben mit den Fingern ganz schön so rumgetippelt. Dass, ich denke, er wollte uns die Karten zeigen. Ich habe 2-mal Whole New World gesehen auf der Hand, was ja immer schlecht ist, das willst du nie haben. Ja. Und ich glaube, der kein One-Drop, kein Three-Drop und 2-mal Whole New World auf der Hand. Das ist hart. Das ist einfach schon schwer. GG. Das ist GG. Ja. Das ist, ich tue meine Hand ins Feuer, dass definitiv Stahl Saphir hier gewinnen wird. Definitiv. Das ist keine Chance, dass man das wieder aufholen kann. Autsch. Und er hat jetzt ja auch schon 5. Er hat, glaube ich, noch nicht rein, also nichts in die Tinte reingelegt, aber hat trotzdem einen Vorsprung. Ah, da, jetzt kommt und die 6. Tinte. Und das ist das Final-Game halt, ne? Das ist echt bitter. Und das ist das, was du eben gesagt hast, Thorsten. Ah, okay, nochmal Jump Pech Ahead. Hast. One Jump Ahead. 3-mal One Jump Ahead hat er gespielt. Okay, 7 Tinte, also. Das aber ist schon, er hat halt seine Fischgräte nicht. Aber ganz ehrlich, bei dem langsamen Start von Gankoven. Ist es fast egal. Ist es fast egal, tatsächlich, ja. Ja, und ich meine, er ist ja so gesehen ja trotzdem 3 Tinte im Vorlauf. Ja. Ne? Das macht jetzt nicht mehr viel. Ja, und was soll gleich Gangoven machen? Soll er gleich ja Whole New World spielen? Und dann hat er keine Tinte mehr, gibt ab und dann hat der Gegner ja wieder sozusagen eine volle Hand mit so viel Tinte. Weißt du, was ich meine? Das ergibt gar keinen Sinn. Nee, das ist wirklich... Bitter aber für ein Finalspiel, also ich fühle komplett für Gangoven, muss ich sagen. Das ist das Allerschlimmste, was passieren kann. Ja, aber ne, das kann halt passieren. Ja. Das ist ätzend, absolut. Das aber halt im Finalspiel, Spaß. Thorsten, weißt du, das ist ja, so was, gut. Ja, aber was willst du machen? Ein Glücksspiel. Ich meine, ja, aber das fühlt sich nicht gut. Du kannst das nachher eins der besten Decks haben und wenn nachher das Kartenziehglück so schlecht ist, absolut, dass selbst das Mulligan nichts gebracht hat. Oh. Man hat ja, ich weiß jetzt nicht, ich habe nicht mitbekommen, in wie viel er ausgetauscht hat. Ich auch nicht tatsächlich, das hat man nicht gut erkannt. Das wäre interessant gewesen an der Stelle, aber das kennt jeder von uns. Dann tauscht du vielleicht sogar fast die ganze Hand aus und bekommst fast den gleichen Kram nochmal auf die Hand. Und die Kommentare dann auch, schreiben das Gott. Übrigens gerade auch. Ne? Wer braucht schon Fishbone Quill, wenn du 3x1 Jump Ahead hast? Ja. Eieiei. Da kommt jetzt der Robin Hood. Mhm. Okay, er hat jetzt ja schon 7 Tinte. Mal sehen, was er noch bekommt. Ich bin echt gespannt, ob da irgendwas... Vielleicht noch eine Tazatella, dann kann er dann Flavor Shame, dann kriegt er noch mal ein paar Karten auf der Hand. Ich meine, Fischgrätenfeder würde ich jetzt wahrscheinlich trotzdem mit reinpacken, wenn ich sie hätte. Okay. Für 3. Oder? Überlegt noch. Ja. Da ist sie schon. Und jetzt kannst du ja trotzdem noch, du kannst ja 2 Karten noch reinpacken und dann hast du wieder 6 Stück. Ja, das ist clever, ja. Ich meine, an der Stelle, du brauchst ja nicht noch mehr. Ja. Hast jetzt, du kannst sogar noch eine reinpacken, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Ne? Er hat seine reguläre noch nicht reingetintet, wenn er noch eine hat. Aber ich glaube, er spielt keinen von Unruh, ne? Also, ich habe noch keinen gesehen, tatsächlich. Du hast recht. Genau. Und McManor auch nicht. Ja, es sieht aus, als ob das so eine Liste ist, die beiden nicht spielen. Auch beim Tinten habe ich jetzt nichts gesehen, dass eins von denen genau, getintet hätte. Weil sowas ist so ein... Also Männer ist so eine Karte, die man, wenn man sie auf der Hand hat, auch ganz gerne am Anfang mal dann direkt wegtintet, weil man es am Anfang noch nicht... Oh, ein zweiter Robin Hood. Nicht so richtig gebrauchen kann. Mhm. Oh Mann. Ja, das ist schon wieder 9 Stück. 9 Tinte. Eine Tinte hat er noch. Vielleicht noch ein Tazatella. Oder Develop Your Brain.
Aber geht Questen. Das kann ja auch nicht so viel passieren, ne? Ja, ich meine, da müsste jetzt Gankoven eventuell Smee reinlaufen lassen und dann eventuell der andere Robin Hood halt, ne? Ja, aber willst du es wirklich? Weil dann... Du verlierst eine Karte, der Gegner zieht eine Karte dadurch. Ja. Und in der nächsten Runde wird der andere Robin Hood höchstwahrscheinlich angreifen. Genau, und nimmt dann sozusagen den anderen Robin Hood wieder weg. Genau, und du bekommst dann, oder er bekommt dann ja auch zwei Tinte dazu. Ja. Ah, Cinderella? Ja, okay. Da wird jetzt der Whole New World gesungen. Oh, hat immer schon wieder gleich zwei Stück. Ja, genau. Ja, das ist halt wirklich Pech, ne? Das wirst du dann ja nie haben, aber okay. Ja, passiert aber auch nicht so selten. Ja, stimmt. Aber auch ungünstig. Ich meine... Er konnte es wenigstens singen, ne? Also nicht einfach so ausgespielt. Das ist schon 6 Tinte Minute. Zu 9 Tinten. Ja. Ja. Oh, das ist nice. Ja. Direkt die große Single drauf geschiftet. 1, 2, 3, 4, 5. Klar, das kannst du ja machen. Er hat erst die 1er ausgespielt, hat da anscheinend die große gezogen und hat die dann drauf geschiftet. Ah, okay. Die muss aber trotzdem noch trocknen jetzt, logischerweise. Ja, richtig. Das ist das Problem. Ansonsten... Ja. Da, von Unruh. Okay, probieren. Ist doch. Ja. Zwei? Nee. Zweimal, ja. Doch. Ja, ja, das, also da würde ich jetzt, glaube ich, als nächstes von Unruh, glaube ich, reinpacken. Wenn ich auf Nummer sicher gehen wollen würde. Dann kannst du besser traden tatsächlich, ne? Ja, genau, richtig. Weil ich glaube, mit Cinderella von Unruh, es war valide, aber kein guter Trade. Aber stimmt, du hast recht. Also wenn er von Unruh aber spielt, ist die Cinderella jetzt mittlerweile da, um die dann auch rauszunehmen, ne? Jetzt ist aber dann tatsächlich Hobbitsch. Okay, jetzt hat er, glaube ich, was war das denn? Fleversham in der Tinte? Könnte sein, habe ich nicht richtig gesehen. Aber ich habe es auch nicht gesehen. 10 Stück hat er. Jetzt könnte es wieder Zeit für Bell werden oder da. Wir haben ja die Hand eben gesehen. Hat er die in der Hand? Ich habe es nicht im Kopf. Ich das habe ich nicht auf dem Schirm. Ich habe die zwei von Unruh und ein Tamatoa habe ich, glaube ich, gesehen. Aber er hat ja... Siehst du, sage ich doch. Doppel von Unruh. Ja, das ist gut. Das ist gut. Das ist schon ein ziemlich guter Schutz. Und, was, und jetzt gehst du wahrscheinlich einfach Quest mit allem, oder? Und sagst du, ja, was willst du auch so machen? Oder will er traden? Was machst du denn jetzt? Ja, ich weiß nicht. Ich vermute, er will die einfach alle nebeneinander legen und mit einem Quest... Ah, nee. Oh, er macht ein Doppel. Klar, okay. 3 Schaden und 3 Schaden und die bekommen jeweils nur 1 Schaden, weil von Unruh da ist. Ja. Ja. Ja, und 2 Lore Points. Ja, und 2 Lore Points, genau. Wenn sie den Verband haben. Stimmt. Auch nicht schlecht. Ja. Klar könnt. Nee, warte mal. Geht einfach Quest. Nee, Cinderella kann ja trotzdem keinen von beiden rausnehmen. Eben aufgrund der beiden Unruhs. Ja, der beiden Unruhs. Kann sie nicht. Ja, die kriegen zwar, glaube ich, wie viel hat sie? 5, ne? Die hat 5. Also eine davon wird, also von Ruh wird bestimmt verbannt werden von der Cinderella. Geht wenn er das dann macht, dann muss er eigentlich. Er muss aber erstmal was singen. Aber die, warte mal, wer ist denn jetzt dran? Ist Gankoven wieder dran oder nee? Jetzt. Ah, jetzt ist Gankoven dran. Sind jetzt 10, 11, nee, das sind ja Handkarten, ne? 12, ja, denke ich schon. 10 Tinte, 2 Dings, aber Gankoven ist ja weiterhin noch dran. Ja, 7 zu 0 Lore. 2, 4, 6, 8 und mit Fleversham sind das 9 Lore auf dem Board. Für Kopech. Aber ich glaube, das Einzige, was du hier machen kannst, wenn du singen kannst tatsächlich. Und dann, aber was singst du halt? Hier, ein Sturm zieht auf, macht keinen Schaden. Weil zweimal, da sind zweimal die
von Unruhe auf dem Feld. Ich meine, okay, die geht einfach darum, Zeus, dass du angreifen kannst. Ein Zeus würde aber auch nur 3 Schaden machen. Ja. Aber das würde auch für niemanden reichen. Nee, für Ahnung. Für keinen von den Charakteren. Ja. Da müsste es ja im Prinzip dann mehrfach reingehen. Ja. Ich habe das ja schon ein paar Mal abbekommen, ne? Auch als ich gegen dich gespielt habe. 2 von Unruh, das fühlt sich einfach immer so oppressive an. Also das ist echt schwer. Ah, okay, die beiden haben 1 Schaden bekommen. Hat der Gripe Sword gespielt? Wahrscheinlich, ne? Ja, der liegt jedenfalls 1. Stimmt, der musste ja 1 Schaden drauf machen, Thorsten, weil die hatten ja selbst Robust 1 durch den anderen Cogsworth. Mhm. Also hätte Cinderella nicht gereicht, um einen wegzunehmen, weil die ja nur 5 Stärke hat. Deswegen musste man Okay, aber jetzt ist natürlich hart. Okay, ja, 1 Cogsworth ist ja noch da. Ja, wäre natürlich jetzt interessant zu wissen, wie viele Karten. Also da wäre so eine Liste im Vorfeld gut gewesen oder interessant gewesen, ne? Aber es ist natürlich auch so ein bisschen so Überraschungseffekt für den Gegner, dass das nicht öffentlich ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da bestimmt noch 2 Unruhe drin hat. Aber die Cinderella ist ja ziemlich safe, ne? Da muss man keine Angst haben. Weil die selbst hat ja Robust 2 und die 2 Rubble Hoods würden höchstens einen Schaden drauf machen. Ja, die Cinderella, muss ich sagen, auch schon im Halbfinale haben wir das gesehen, ne? Die macht unfassbar viel Arbeit, die große Cindy. Okay, was hat er da? Wie viel? 6? Und da kommt ein Naseweiß, okay. Doppelte Tinkerbell! Draufgeschiftet. Das ist gut. Einmal also kurz. Und jetzt geht er questen. Ja, geht questen, oder? Ganz ehrlich. Ja, würde ich sagen, das sind 7 Punkte. 2, 4, 6, 7 Punkte. Wird auf 14. Ja. Und da sind da ist noch eine Tinkerbell dann da, die dann noch einfach chillt. Okay, er könnte jetzt mit Cinderella einen Robin Hood oder einen Unruh, glaube ich, verbannen. Je nachdem. Ja, beide machen 2 Legendenpunkte. Und das Gute ist, dass sie jetzt 14 Legendenpunkte und auf dem Board sind ja 2, 4, 6, 8, 7. Das heißt, er muss da auch was wegnehmen. 7? Er hat doch 2 Naseweiß, oder nicht? Nee, das ist drauf geschiftet. Ach, geschiftet? Ah, ja, dann konnte die günstiger bezahlen. Ah, ja, ne? Einmal für 6 gespielt und dann für 4 gespielt. Mhm. Auf sich selbst geschiftet, sozusagen. Ja. Ah, okay, gut. Ja, das ist nicht so schnell mitgesehen. Das ist Trick 17, sozusagen. Ja, ist schon richtig. Ist gut so. Ich war gerade so überlegen, war das jetzt 2 die gleiche Naseweiß? Ja. Aber er hat doch nur 10 oder hat er jetzt noch irgendwo Tinte? Ja. Aber ich muss sagen, obwohl das wirklich so ein ganz schlechter Start war, hat Gankoven sich tapfer durchgekämpft. Ne? Mhm. Also, ich hatte gesagt, in meinen Augen kein Turn 1 Play, kein Turn 3 Play, dann 2 Hold You World auf der Hand. Also schlechter geht's gar nicht. Aber irgendwie hat er sich tatsächlich noch durchgeboxt. Ja, die Cinderella. Ja. Wenn er die jetzt so nicht bekommen hätte, dann sähe es, glaube ich, deutlich schlechter aus. Ja. Aber jetzt hat er von Unruh halt angegriffen, wie wir auch gesagt haben. Ja. Die Lore-Punkte sind, glaube ich, nicht aktualisiert, oder? Müsste bei 14 sein, oder habe ich irgendwas? 15 jetzt gerade. 15 sogar. Okay, haben wir einen übersehen? Ich hatte 7 gelesen eben. Ja, ich auch. Nee, keine Ahnung. 2, 4, 6, 7. Es war von Unruh, die 2 Robin Hoods und der Flavor Shell. Und er hatte 7, also müsste eigentlich 14 haben. Aber okay. Gut, die wissen ja hoffentlich, was sie machen. Ja. Okay, der eine. Oder ich habe irgendwas nicht gesehen. Okay. Ah. Gankoven hat dann aufgegeben, weil du. Okay. Ja. Mann, Leute, also, das war ein Finalspiel. Echt bitter für Gankoven. Tut mir leid. Glückwunsch an Corpage auf alle Fälle. Auf jeden Fall. Ja, Glückwunsch an beide. Und auch an Gankoven auf alle Fälle. Ja, sehr gut. Was willst du denn da machen? Wirklich. Ja, das ist einfach. Das gehört zum Spiel dazu. Ne? Aber wenn du dennoch, Glück hast, das Glück und Pech, dann. Gratulation zum Erreichen der Top 2 in ein sehr großes Turnier. Ja, was haben wir gesagt? Fast 160 Teilnehmer angemeldet, ungefähr 200. Genau, ich glaube, 160 haben tatsächlich teilgenommen. Das ist schon ziemlich gut, ne? Ja, also Glückwunsch an beide Spieler und besonders an Kopec fürs Siegen des Turniers. Bravi. Ja, sehr gut. Glückwunsch. Prima. Ja. Okay. Ja, das war's dann, glaube ich, auch von unserer Seite. Yes.
Jochen, hat es gefallen. Euch, ja, genau, richtig. Und ja, ihr könnt uns gerne Kommentare geben, ob euch das so gefallen hat, in diesem Stil, wie wir es jetzt gemacht haben, ob wir sowas gerne öfter mal machen sollen, ob euch das zu langweilig ist, ob ihr vielleicht noch mehr Hintergrundinformationen haben möchtet und das Übliche. Also, wenn euch irgendwas einfällt, schreibt uns gerne an. Genau. Ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Tag und ja, ganz liebe Grüße von uns. Macht's gut. Ciao. Ciao.